Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Deutschland. Heute habe ich Finch Schwäbische Hochland Whisky. Private Edition, Strictly Limited, Single Cask, 10 Jahre alt. Handcrafted mit 59,2%. Boah, ey. Die Flasche hat 77 € gekostet, ist eine Halb-Liter-Flasche. So, da muss man sagen, okay, gar nicht so billig, wenn man das hochrechnet. Ich habe Flasche Nummer 343 von 418. So, boop. Und diese Flasche habe ich extra gekauft, weil Dirk vom Expedition Whisky gesagt hatte, boah, Jason, also das Wort boah schon wieder, es gibt 10 Jahre alte deutsche Whisky schon. Und natürlich, oh, ist ein bisschen schwach. Naja, wird auch nicht besser. Und natürlich habe ich gesagt, wusste ich schon. Denn vom Aurium habe ich den auch schon mal verkostet. Und deshalb werde ich auch gleich die Flasche hier rausholen. Da-da-da, Aurium 10 Jahre alt mit 55,5%. Das ist schon irgendwie ganz schön stark viel, was da angeboten wird. Nach 10 Jahren immer noch. Also da ist die Frage, bei 59,2, wie stark kam das tatsächlich im Fass? Wurde es denn mit 63,5%? Das heißt, das wäre denn da 0,5% Angel Share pro Jahr. Das ist ein bisschen wenig. Naja, gut. Was wir haben, alles steht hier hinten, das muss ich auch sagen, lobend erwähnen hier. Genau 10 Jahre gereift, oder ganz, Entschuldigung, 10 Jahre gereift. Second Fill eines exzellenten Rotweinfass aus Limousineiche. Ich und Limousineiche, naja, nicht immer Freunde. Mit Weizen- und Gerstenmalz aus eigenem Anbau auf der Albhochfläche. Also Fink ist der Name der Bauer, der damit anfing, alles hier zu machen. Und hat denn da, ursprünglich war er einer der größten Produzenten von Whisky überhaupt. Dann kam Slears und dann kam Glen Ells und dann kam dann St. Killian. Keine Ahnung, ob die Reihenfolge genau richtig ist. Und unglaublich präsentes, intensives und süßes Aroma mit Noten von, ach, ich will das gar nicht wissen. Also, ich merke die ganze Zeit, ich habe die Flasche verkehrt rumgedreht. Auch die gleiche Information, was auf der Verpackung ist, ist hier denn dort auch auf der Flasche denn da. Natural Color, non-filtered, also wenn man filtriert bei 59,2%, da fragt man sich, weshalb, wieso und warum. Meine Nase, mein. Oh, ich habe hier. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, ach, Leute, der Rotwein kommt ein bisschen durch. Hier hatten wir tatsächlich nochmal. Ah, das ganze Geschichte dazu habe ich vergessen. Das war auch Limited Edition. Hier waren 555 Flaschen. Hier sind 418. Und hier haben wir tatsächlich, dass er in Kastanienholz gereift ist. Ex-Bourbon Weißeiche. Und die beiden zusammen jetzt hier. Gut. Also der Aurium hat einen süßeren Moment. Hier habe ich beim Finch. Ich bin dabei, meine Honigsorten durchzugehen und der Akazienhonig oder der Kieferhonig. Der war ein Tannenhonig, denn aus der Schwarzwald, den ich einmal hatte, hat meine Schwiegermama damals immer dann gerne gehabt. Beim Metzger. Ich glaube tatsächlich, wo sie die Eier gekauft hat, war beim Metzger. Und da hat sie auch immer einen Honig mitgebracht. Damals 5 € oder 6 €, wie auch immer. Ich habe immer einen Rapshonig am liebsten gehabt und sie hat immer den Fichtel oder Fichtenhonig. Ein bisschen ist das, was ich habe. Hier steht tatsächlich kandierten Früchten, Karamell, Toffee ist denn da. Tschüss. 59,2%. Ein bisschen Respekt habe ich hier in diesem Moment.
Irgendetwas, ist eine Hefe, ist das hier irgendwas, was mich hier nicht nervt, aber irritiert. Irritiert ist das Wort. Zuerst die 59,2% schieben. Wow. Also das von My Control Whisky. Das ist. Oh, yeah. Eine unheimliche Süße, aber auch Tannin. Also Limousineiche, wie ich sagte schon, wir sind keine dicke Freunde. Bei Cognac wird es immer benutzt. Eine französische Eichenart. Ach, ja. Ich habe schon das runter auf 50%, hoffe ich, ungefähr gebracht. Ändert sich nichts in der Nase. Also der Toffee wird ein bisschen weicher. Immer noch extrem hart. Ach, extrem, aber gut hart. Zu stark hart. Ja. Es ist echt erstaunlich, verwunderlich, irgendwie komisch, dass eine 10 Jahre alte Whisky hiervon wirkt wesentlich jünger im Mund als eine 4 Jahre alte St. Kilian. Und das hat 100% damit mit dem Fässer. Okay, geschafft. 80% mit dem Fässer und 20% mit der Herstellungsverfahren. Also man kann den natürlich auch ein bisschen einstellen, dass der ein bisschen sehr weich brennt und nicht ganz so rau. Deren rauchigen Whisky ist ein bisschen rauer. Ihre milde Rezept. Ist da ein bisschen feiner und es kann sein, dass dieses Fass einfach nicht diese Alkohol subtrahierend, also Wegnehmung von irgendwelche Alkohol, es wurde nichts abgerundet. Es blieb schon, wie es war. Und deshalb ist ein bisschen die Frage, ob diese Fass vielleicht sogar in Folien eingepackt war. Habe ich auch schon mal Bilder gesehen, wo Fässern nicht nur zum Transport, sondern nachher auch um die Angel Share zu minimieren, tatsächlich ein bisschen Folien eingepackt wurde und dann am besten noch im Keller, damit es konstant ist, damit der Angel Share möglichst gering bleibt. Ein Barrique, also wir können noch mal hochrechnen hier. Also 0,5 heißt, das war 209 Liter noch da drin. Und wenn ich richtig am Riegel liege, ist ein Barrique 225. Also das heißt, keine 20 Liter Angel Share, keine 10% Angel Share nach 10 Jahren. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also allerdings, das Problem ist, der Whisky schmeckt mir noch nicht so. Also da würde ich viel, viel lieber einen Angel Share Verlust haben oder einen guten, leckeren Whisky haben, als eine ohne viel Angel Share und dann etwas auf den Markt bringen, wo ich denke, scharf. Okay, ich habe nochmal Wasser reingetan. Keine Ahnung, ob ich jetzt bei 40% bin. Ein Rotwein, ein Limousin, ein Karamell, Toffee. Jetzt zum ersten Mal kommt hinten tatsächlich ein bisschen Holz, also negativen Sinn Holz. Also der ist schon ganz schön viel Holz jetzt hier am Ende. Warte. Also das ist kein schlechter Whisky, aber auch kein guter Whisky. Das ist ein Whisky, mit dem ich irgendwie nicht warm werde. 3 Minus in meinem Buch. Bisschen zu viel Alkohol und wenn der Alkohol weg ist, durch Verdünnung ein bisschen zu viel Holz am Ende.
Jo, das ist schon eine Kunst, einen guten Whisky hinzukriegen mit ein gewisses Alter, mit der klimatischen Bedingungen, die in Deutschland so herrschen. Schottland hat das einfach cool. Also, die haben schon ihre 100-jährige, 200-jährige Erfahrung. Kentucky hat auch ihre Erfahrung, die sagt, 4 Jahre reicht. Also, dann ist es straight und alle sind glücklich. Und auch sogar Australien mit Melbourne und Starwood und so weiter haben jetzt auch einfach mal ihre Erfahrungswerten gesammelt langsam. Und wir sind da dabei jetzt erst in Deutschland überhaupt jetzt hier von verschiedenen Herstellern 10 Jahre alte Whisky zu haben, um zu sehen, wie es auf den Markt kommt und wie es ankommt auf dem Markt und was die Kunden tatsächlich wollen. Denn meistens wollen wir einen 12 Jahre, einen 10 Jahre Whisky. Slears hat auch deren 12 Jahre alt. Also der ist so viel fruchtiger. Der hat so viel mehr so ein Kirschmoment. Was war das hier? Honig, Karamell, getrocknete Wiesenblumen, also Malzbonbons, Honig. Wow. Und ohne hier Wasser, 55,5%. Ach, oh ja, hinten. Der hat einen netten Moment. Der braucht tatsächlich Wasser, auch hier. Bring den runter auf 48, 46%. Aber der schmeckt ganz anders als das. Interessant. Also Kastanienholz und auch natürlich auch die Ex-Bourbon-Fässern hier haben ganz anderes Mischpotenzial als jetzt hier ein Rotwein-Limousin-Eichen. Ja, wie ich sagte, 3 Minus bei meinem Geschmack. Preislich halb Liter 77 Euro. Das heißt, ein Liter Preis sind wir bei 100 und fast 50. Wow, also. Deshalb, ja, okay, es war ein Single Cask. Ja, es ist der ersten 10-Jährigen, die auch jetzt hier Finch. Es ist nicht der One war der erste, das ist der zweite, den die jetzt hier rausgebracht haben. Whisky-Base-Nummer gibt es nicht, ist so neu, dass sie es noch nicht mal da drin haben. Schön. Also, Preis-Leistung 4. Sorry. Das ist ein Liebhaber-Whisky. Da werden die 400 Flaschen weggehen, bestimmt. Ob auf Messen, falls sie irgendwie wieder stattfinden, oder dann dort durch einen Online-Shop. Also, geh mal hin, also Finch Whisky. www.finch-whiskey.com und das ist der Hans-Gerhard Fink von der Finch Whiskey Distillery. Fink, Vogel auf Englisch Finch, also deshalb ist immer ein Vögelchen hier drauf und echt interessante, gute Sachen machen die denn da. Sehr viel mit Wein, also Barrique, sehr viel auch Finishings. Und sehr viel mit seinem eigenen Anbau von Gerste und Weizen, wo man einfach sagen muss, top, also sehr, sehr gut, wenn man gerne eben das macht. Süße kleine Flaschen, sehr, sehr schön, rund, nett, toll, finde ich echt gut. So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners, nicht begeistert, aber ich finde es immer noch cool, dass solche Dinge hier auf dem Markt rauskommen. Die Flasche werde ich jetzt hier in meiner WhatsApp-Flaschenteilung hier anbieten. Hoffentlich geht sie ganz weg. Das ist auch nur 0,7, sage ich 0,5, nicht ein 0,7. Ist aber ein ziemlich happigen Preis, aber viele Leute wollen das dann hier auch noch haben. Der Link dazu zu der WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe findet ihr unten. So, Frage des Tages. Was ist deine Lieblings-10 Jahre alte Whisky? Aus Europa oder aus Schottland oder aus Amerika? Ich verliere meine Stimme hier beim ersten Whisky des Abends. So, 10 Jahre alte Whisky, Frage des Tages, was gefällt dir am besten? Aberlauer hatte mal eins und so weiter. Ich muss echt überlegen, was gefällt mir an. Ich bin am Bourbon am Schauen, ob ich irgendwas für einen 10-Jährigen da finden kann. Ach, auch bei Scotch weiß ich eher. Ich weiß es nicht. 10 Jahre alt. Ich weiß, Tyrconnell hat dann einige 10-Jährigen aus Irland gehabt, aber die haben mich nicht so umgehauen. Okay.
So, bitte liken, bitte abonnieren, bitte Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilen-Gruppe werden oder ein Superfan werden, indem er hier Join draufklickt hier bei YouTube oder auch bei Patreon. Auch den Link unten findet ihr dann da. Und wir sehen uns jeden Tag hier um 17.30 Uhr und jeden Sonntagabend um 21 Uhr mit irgendeinem Gast. Bis dahin, Whiskey Jason hier. Ciao.